Der Fischfang in Bayern, der ist älter als die Bayern selber. Die Bayern haben schon in der Steinzeit gefischt, als sie noch gar nicht wussten, dass sie Bayern heißen. Die Fischerei spielte in der Ernährungsgeschichte der Menschheit eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und gerade in Bayern ist seit dem frühen Mittelalter die Entstehung der Teichwirtschaft, gerade im Umfeld von Klöstern, die es ja zahlreich gab, sehr gut dokumentiert. Von dem späten Mittelalter wurden die ersten Fischereiordnungen erlassen, um einen Rückgang der Fischpopulationen entgegenzuwirken. Und hier wurde schon der Grundstein für eine nachhaltige Fischerei in Bayern gelegt. Damals gab es den Begriff Naturschutz noch lange nicht und Artenschutz auch nicht. Die jahrhundertealte Karpfenteichwirtschaft hat maßgeblich zur Bildung von Kulturlandschaften, vor allem in Franken und in der Oberpfalz beigetragen, aber wie wir gesehen haben, auch ein bisschen in Schwaben. Extensiv genutzte Teiche sind Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere, die nur in der Umgebung von Wasser leben können. Steigen wir ein in den ersten Themenblock mit einer Frage, die ich gerne dem Dr. Hanflan stellen würde, dem Geschäftsführer des Landesfischereiverbands. Herr Dr. Hanflan, welche Bedeutung haben denn die Teichwirtschaft und auch die Angelfischerei für die Biodiversität konkret in Bayern? Ja, man kann ganz gut schon daran erkennen, dass sehr viele Teichgebiete als FFH-Gebiete, als Naturschutzgebiete ausgewiesen wurden, weil dort eben besondere Lebensformen vorkommen. Es kommen dort Pflanzenarten vor wie Seggen, Seerosen, Rohrkolben. Es kommen Amphibien wie Grasfrosch, Moorfrosch, gewisse Libellenarten, seltene Vogelarten wie die Wasserralle, Rohrdommel vor. Wenn es diese Teiche nicht gäbe, wäre der Lebensraum für diese Tiere schlichtweg nicht vorhanden. Dr. Reiter hat Studien angesprochen vom Institut für Fischerei, der ganz klar belegt hat, dass eben bewirtschaftete Teiche einen diverseren Lebensraum bieten und einfach gut für die Ökologie sind. Aber ich habe es mir jetzt ein paar Beispielen genannt, aber auch zum Beispiel Unterwasserarten wie die Teichmuschel und natürlich auch gefährdete Kleinfischarten, Bitterlinge, die mit der Teichmuschel zusammen eine für die Biologie ist dort eine wichtige Rolle spielt. Ohne die Bewirtschaftung würden diese Teiche verloren gehen. Man kann einen Teich nicht einfach 20, 30 Jahre so liegen lassen. Man muss den regelmäßig abfischen und austrocknen, damit dieser Lebensraum erhalten bleibt. Und damit ist es ein wertvoller Beitrag für die Biodiversität. Es gibt aber auch Studien, zum Beispiel vom Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei aus Berlin, die recht aktuell sind aus dem letzten Jahr, die belegen, dass auch die Bewirtschaftung von Baggerseen zum Beispiel zu diversen Lebensräumen führen und dass das auch dort eben nicht bloß mehr Fische drin sind, wie sich vielleicht die Fische erhoffen, sondern es gibt eine größere Fischartenvielfalt. Es gibt auch Kleinfische und Krebse drin, höhere Anzahl auch an Libellen und Wasserpflanzen. Also es gibt ganz klar wissenschaftliche Studien und Studien vom Institut für Fischerei, wie gesagt, die belegen, dass die Biodiversität durch die Bewirtschaftung nicht leidet, sondern in der Regel profitiert. Und vielleicht erlauben Sie noch zwei Sätze vom Landesfischereiverband. Wir vertreten 140.000 Entschuldigung, 900 Fischereivereine mit 140.000 Anglern. Da wird eine Unzahl von Arbeitsstunden geleistet, von Gewässersäuberung, von Renaturierung, von Artenhilfsprogrammen werden durchgeführt. Also es geht nicht nur darum, Fische zu fangen und draußen zu sitzen, sondern wirklich auch was für den Naturschutz zu tun und natürlich an der Natur teilzuhaben. Und das sind mit die Ursachen, warum eigentlich auch bewirtschaftete Gewässer eigentlich in der Regel von der Fischerei profitieren. Vielleicht noch ein Satz sei vielleicht noch erlaubt. Wenn man auch die Vereine, die engagiert sind, die haben dazu beigetragen, dass naturnahe Strecken des Regens zum Beispiel im Bayerischen Wald oder der Ammer im Oberland erhalten geblieben sind und verschont worden sind vor dem totalen Ausbau. Das sind eben auch dann indirekte positive Auswirkungen dieser bewirtschafteten Gewässer. Vielen Dank dabei. Vielen Dank. Herr Finais, Herr Dr. Hanfland hat Artenschutzprogramme angesprochen. Kann man die Frage beantworten, was wäre Bayern ohne die Teichwirtschaft und ohne engagierte Fischer, Berufsfischer und auch Hobbyfischer? Also ohne die Fischer und ohne die Teichwirtschaft könnte man Bayern nicht wiedererkennen. Also wir sind eigentlich wirklich geprägt, auch in unserer Außenwirkung, durch eben diese Teichwirtschaften, speziell
in den bereits genannten Gebieten von Ihnen, inklusive Schwaben, und das über ganz viele Jahrhunderte lang. Und natürlich ist es ein, das schlägt sich nieder bis hin zu, wenn Sie die Fische wegnehmen würden, müssten Sie ganz viele Ortswappen wegnehmen. Das sind nämlich direkt die Karpfen und die Forellen oft im Wappen drin. Sie haben die teilweise in den Namen sowohl der Städte als auch von den in den Familiennamen wieder. Und auch der Bezug zu den Klöstern ist ja bereits angesprochen worden. Es ist unvorstellbar. Und zwar wirklich im eigentlichen Sinne ist es nicht vorstellbar, Bayern ohne die Teichwirtschaft.